Hugo nennen mich die Leute hier. Ein paar Geldjungen heißen mich Oldtimer. Hat nichts mit der kleinen Motte neben mir zu tun, mit dem Charleston-Fähnchen aus den 20ern. Bin es nur, weil die Vehikel neben mir robuster und jünger sind. Aber beileibe nicht schöner. Ach so, die Mädchen, die Mannequins, die Botschafterinnen der Mode. Nur unsere, der automobile Botschaft, sind die PS und die Umdrehungen und der Lack und das blitzende Zeug, das die Menschen Chrom nennen. Zum Glück ist unsere Mode nicht so wankelmütig und so saisonbedürftig wie die der Modefritzen und der Couturiers. Alle Nase lang mal was anderes, öfter mal was Neues. Man trägt wieder Hut. Und die Kavaliere am Volant tragen ihre Haut zum Markte. Nicht ohne vorher die Penunze, die Kohlen, die Piepen für Niki, Fatima, Jeanette und Gisela in der Blätter zu haben. Es wäre zu meiner Zeit gar nicht möglich gewesen, ein Defilé vor Werkstattbänken. Das ist doch Aufreizung zum Klassenhass. Damals waren die Damen geschnürt, verhüllt und distanziert. Und alles ging man hübsch sachte. Na, das ist doch, da fällt einem doch die Pfeile aus der Hand. Wie der Manager vorhin an meinem Kühler flüsterte, trägt man diese Sachen das ganze Jahr über. Naja, also wir Automobile müssen ja auch das ganze Jahr über fahren. Mit und ohne Gefrierschutz. Mal eine kleine Inspektion, eine kleine Wäsche und das bisschen Benzin, kaum der Rede wert. Nur sagen Sie bloß nicht, ich würde mich so aufregen, weil ich mit meinen 45 Jahren nicht mehr so gelenkig bin. Pustekuchen. Ich könnte. Ich würde. Also ich bin 1925 über die Argus gefegt und jetzt stehe ich hier mit dem Blick auf die Lehrlingswerkstätte und auf die Mannequins. Es juckt einem richtig. Also, wie ich ebenfalls von dem Teamchef gehört habe, soll das Auto mit der Mode und die Mode mit dem Auto gekoppelt werden. Wer reizt nun wen? Das neue Auto verlangt das neue Kleid, leuchtet mir ein. Aber welches neue Kleid kriegt nun gleich das passende Auto? Vielleicht genügt eine neue Politur, ein Ölwechsel oder eine Taktinspektion. Zum Glück haben die Sicherheitsbestimmungen die Kühlerfiguren verdrängt. Aber wenn ich mir das nur so ansehe, diese schicken Modelle und die auf der Nase, ein bisschen kleiner, so en miniature, hä? Was meinen Sie dazu? Sollte man sich überlegen. Oh, mir wird ganz wehmütig um die Ölpumpe. Da sitzen die Käfer in dem Straßenkreuzer, die große Abendtoilette schreitet von mir hinweg. Wehmut im Ausschnitt, Tristesse in den Augen. Unterkühlt moden sie von hinnen und lassen mich zurück. Au revoir. Trübsal ist aller Modenabend. Mir schmerzt die Kniescheibe. Der Mechaniker sagte, mein Getriebe wäre im Eimer. Ich zerdrückene Träne Benzin. Besucht mich bald mal wieder.